Wie gehst du damit um, wenn dein Kunde seine Rechnung nicht bezahlen möchte und nicht bezahlen kann? Genau darauf gehen wir jetzt in diesem Video ein. Viel Spaß dabei. Ja, ist eine übliche Situation, also hoffentlich nicht so üblich bei dir, aber es passiert halt doch regelmäßig einfach. Ne, man hat für den Kunden eine Dienstleistung erbracht, man hat ihn ein Produkt gebaut, für ihn aufgebaut vor Ort, alles schön hergerichtet und jetzt sagt er, ja, ich kann aber meine Rechnung gerade nicht bezahlen oder ich will sie vielleicht auch nicht bezahlen. So, dann muss man erstmal die beiden Fälle trennen. Ne? Was heißt können, was heißt wollen? Können heißt, er hat das Geld einfach nicht auf dem Konto. Ne? Wollen heißt, er hat das Geld auf dem Konto, will aber nicht bezahlen. Das war ganz stumpf auseinandergehalten. Erster Punkt mal, da gibt es Präventivmaßnahmen, nämlich Anzahlung. Also wir empfehlen halt immer unseren Partnern, mindestens so viel Anzahlung zu nehmen, wie du selber an Materialaufwand hast. Bedeutet, selbst wenn der Kunde am Ende nicht bezahlt oder wenn er auf dem Weg dahin schon eine Rechnung nicht bezahlt, kannst du immer noch sagen, ich breche das Ganze hier an der Stelle ab. Ich habe meine Kosten auf jeden Fall drin, plus vielleicht sogar mit der zweiten Anzahlung da noch ein bisschen Marge drin. Gerade wenn diese erste Anzahlung nicht gelaufen oder wenn die gelaufen ist, aber vielleicht die zweite nicht gelaufen ist und man hat noch gar nicht aufgebaut, dann hat man die Ware immer noch im Lager, kann die Zweifel weiterverkaufen, hat erstmal keinen Verlust gemacht. Also ich würde mich da als Handwerker immer so finanziell absichern, dass egal was passiert, du am Ende nicht irgendwie dran bist deswegen, ja, weil du draufzahlen musst. Ne? Ja. Genau, das ist das erste Thema. Das heißt, damit kannst du schon mal sicherstellen, dass ja, du, sag ich mal, finanziell abgesichert bist ein Stück weit. Ja. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise psychologisch gesehen wertvoll, weil der Kunde weiß dann, okay, er hat jetzt schon diesen Betrag investiert, ja, und dann ist natürlich viel wahrscheinlicher, ja, dass er dann auch alle anderen Beträge dann noch begleichen wird. Ja, und das zweite Thema ist dann natürlich Rechnungs- und Forderungsmanagement dann. Ne? Das heißt erstmal, wie gut ist auch deine Buchhaltung sozusagen strukturiert, ne? Also geht da auch alles pünktlich raus, das ist natürlich auch wichtig. Und auch, wie ist die Kommunikation im Hintergrund, ne? Also zum Beispiel irgendwie eine Rechnung auszustellen, obwohl es im Hintergrund noch eine Reklamation läuft oder so, das muss natürlich alles gut koordiniert sein, ja, ne? Weil dann wird es natürlich passieren, wenn im Hintergrund noch eine Reklamation offen ist, aber aus irgendeinem Grund wurde jetzt die Rechnung schon gestellt, dann wird sich der Kunde natürlich auch, ja, querstellen und sagen, ja, hier, das ist noch offen, ja, und ne, da musst du halt auch einen guten Prozess schaffen, dass du da halt klare Prozesse hast, dass da nichts schief geht. Und ja, dann das Thema Forderungsmanagement ist wahrscheinlich dann das Wichtigste, ne? Ja, also man muss immer überlegen, wo passieren denn eigentlich die Probleme? Die Probleme passieren, mhm, ja meistens nicht bei der ersten oder bei der zweiten Rechnung. Man hat meistens so eine Staffelung, als Beispiel jetzt, was wir empfehlen, 50% initial, 40%, wenn die Ware bei dir ist und die letzten 10% nach Montage. Also das ist ideal, wenn du das durchgesetzt bekommst, bist du super aufgestellt, brauchst dir keine Gedanken zu machen, hast mit den 90% wahrscheinlich schon eine gewisse Marge drin. Selbst wenn er dann am Ende die letzten 10% nicht mehr bezahlt, weil ihm irgendwas nicht passt oder so, bist du trotzdem nicht im Negativen. Nicht so schön ist, wenn du sagst, 50% vorweg, 50% nach Ablieferung. Wenn er die zweiten 50% nicht bezahlt, hast du ein Problem. Und wenn es die Situation jetzt ist, so ist, dass er sagt, er bezahlt die nicht, weil er dann noch irgendwas zu bemängeln hat. Das, wenn er die Situation erlebt, eine riesen Küche aufgebaut, dann fehlt ein Griff, der Griff kann gar nicht geliefert werden und der bezahlt seine zweiten 50% nicht. Das sind 10.000, 20.000 Euro, die einfach in der Luft hängen für den Griff. Und du hast da auch wenig Möglichkeiten, klar, du kannst mit dem Kunden reden, aber wenn er sich querstellt, hast du jetzt wenig Möglichkeiten, außer rechtlich vorzugehen, da was zu tun. Und was da helfen kann, haben einige Kunden jetzt schon gesehen, ist das Thema SEPA-Lastschrift. Du kannst mit denen halt eine Basislastschrift vereinbaren, bedeutet, du ziehst den Betrag vom Konto ein. Klar, er kann theoretisch den Betrag zurückziehen, aber da muss er aktiv werden, um sich das Geld zurückzuholen. Sonst muss er aktiv werden, um das Geld zu überweisen. Das ist eine ganz einfache psychologische und Trägheitsgeschichte der Menschen, dass wenn du sagst, okay, wir haben vereinbart, die letzten 10% nach Montage, Montagebogen wurde unterschrieben, ich ziehe die 10% jetzt ein, sagt, ja, da fehlt aber noch der Griff, ja, kein Thema, da kümmern wir uns auf jeden Fall drum. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht das Geld zurückziehen, alleine weil er Angst vor den Gebühren hat, die dann da auf ihn zukommen. Ne? Bedeutet, du hast die 10%, du kannst dich in Ruhe um den Griff kümmern, wenn es noch einen Monat dauert, ist es halt so, du kannst mir eine Übergangslösung geben dafür. Aber du bist zumindest aus der Geschichte raus, dass du irgendwie noch 50% teilweise, 20.000 Euro des Geldes rumliegen hast, ja, bei ihm, die dir eigentlich zustehen. Also das kann eine Lösung sein, die kann sehr vieles vereinfachen. Und wie gesagt, zurückziehen würde es im Normalfall nicht, außer du hast eine massive Minderleistung gebracht und ziehst das Geld ein, ohne dass du darfst. Dann ist es verständlich, warum er das macht, aber normalerweise wird er das nicht zurückziehen. Du kannst ihm mal anbieten, 1% Skonto oder so dafür zu machen. Ne? Die Möglichkeiten gibt es ja. Also im Endeffekt nochmal zusammengefasst sind das drei Themen. Erstmal von Anfang an gut verhandeln, dass du da in der Thematik safe bist. Ja. Als zweites SEPA-Lastschrift und als drittes das Thema, wie Marvin gesagt hat, Forderungsmanagement. Dann halt wirklich schauen, okay, die Rechnung ist nicht eingegangen. Oh, ich rufe mal an, frag mal, was los ist. Ich würde nicht gleich unterstellen, der will nicht bezahlen. Ich würde einfach mal fragen, hey, wie sieht's denn aus? Ist die Rechnung untergegangen? Ah ja, ist untergegangen, die kommt aber morgen dann noch. Okay, super. Wenn die dann morgen nicht da ist, dann rufen wir nochmal an. Was ist jetzt mit der Rechnung? Ja, ist irgendwas. Wenn kann man sich auch merken, wenn der Kunde einmal was verspricht und das nicht einhält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da wirklich ein Problem dahinter gibt, relativ groß und dann sollte man schon überlegen, direkt die weiteren Schritte einzuleiten, weil dann wird er wahrscheinlich freiwillig nicht bezahlen. Einfach ganz simpel zusammengefasst. Ja. Wir können ja Folgendes machen, du hast bestimmt schon ganz verrückte Fälle erlebt. Schreib da einfach mal den verrücktesten Fall, den du jetzt erlebt hast, was Zahlungsmoral von Kunden angeht, gerne mal drunter. Wir sammeln das und machen nochmal ein separates Video dazu, um zu schauen, okay, was für Fälle hatten wir da so, wie hätten wir da reagiert, was hätte man da vorweg machen können, um den ganzen vorzubeugen. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema, ne? Ja,
Hast du noch was zu dem Thema, Marvin? Nee, ne? Ich denke, das ist eine gute Idee. Gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr da so für Situationen hattet. Und dann können wir da gerne mal drauf eingehen, wie man solche Situationen dann in Zukunft handhaben kann. Wir sehen uns ansonsten im nächsten Video wieder. Ne? Bis dann erstmal eine gute Zeit. Und wenn es Fragen gibt, gerne bei uns melden, gerne die Kommentare schreiben und einen Daumen nach oben da lassen, damit wir weiterhin so coole Sachen für dich produzieren können. Bis dann. Ciao.